Guten Abend, wir stehen kurz vor dem Shavuot-Fest und da stehen so einige Dinge an. Vielleicht zunächst mal möchte ich mit etwas beginnen, was zumindest eine Person hier schon bekannt vorkommt, weil das auch am Shabbat schon angesprochen wurde. Und zwar, wir haben etwas Hochinteressantes dieses Jahr, was nicht alle Jahre vorkommt. Und zwar gibt es einen Unterschied zwischen den Wochenabschnitten, die in Israel gelesen werden, und denjenigen, die im Ausland gelesen werden, in der Diaspora, also bei Ihnen. Diesen Schabbat lesen wir zum Beispiel in Israel den Wochenabschnitt Nassau, und im Ausland, bei Ihnen, liest man Bamidbar. Dieser Unterschied wurde geschaffen schon vor ungefähr 1,5 Monaten, als wir das Pesachfest beendet haben. Da gab es einen Tag, bei dem wir uns entschieden haben, und zwar dem letzten Tag Yom Tov vom Pesach. Der achte Tag Yom Tov, der fiel dieses Jahr auf Shabbat. In Israel wird da nicht gefeiert, weil wir immer nur einen Tag feiern in Israel. Und deswegen haben wir an diesem Shabbat schon den nächsten Wochenabschnitt gelesen. Das war damals Acharemo. Demgegenüber in Israel, im Ausland, war das ein Feiertag und man hat spezielle Torah-Verlesung für Feiertag gehabt, weswegen der Wochenabschnitt noch nicht gelesen werden konnte. Diese wurde also um eine Woche verschoben und diese Verschiebung bezieht sich nun weiter über Wochen hinweg und über Monate hinweg. Und wir werden diese Verschiedenheit erst wieder in ungefähr 2 Monaten aufheben, und zwar am Ende vom Buch Bamidbar. Und da stellt sich die Frage, warum ist dem so? Es ist eigentlich nicht notwendig, denn schon eine Woche nach Pesach hätte sich die Möglichkeit geboten, dass die Diaspora sich wieder mit Israel zusammengefunden hätte. Es war nämlich die Möglichkeit da, Wochenabschnitte. Es gibt Wochenabschnitte, die werden einzeln gelesen, solche, die können zusammengelesen werden. Und einige von diesen Möglichkeiten waren jetzt schon auf dem Wege. Acharemot Kedoshin ist ein Wochenabschnitt, der doppelt gelesen werden kann. Also direkt eine Woche nach Pesach hätte man im Ausland die beiden Wochenabschnitte zusammenlesen können und sich wieder mit Israel vereinigen, welcher Acharemot schon gelesen hat und Kedoshin dann liest und man wäre wieder zusammengekommen. Das war aber nicht der Fall. Stattdessen hat man auch im Ausland weiterhin nur einen Wochenabschnitt gelesen und diese Trennung beibehalten. Auch vorletzte und letzte Woche gab es die Möglichkeit, Doppelwochenabschnitt zusammenzulesen. Auch diese Möglichkeit hat man ausgeschlagen. Und noch eine Möglichkeit wird man ausschlagen. Herr Schkler, können Sie vielleicht auf lautlos stellen? Igor? Igor? Herr Schklern? Ich kann mich nicht hören. Ich habe nicht die Möglichkeit, das lautlos zu stellen. Herr Schklern? Können Sie auf lautlos stellen? Geht das nicht mit. So. Ich hoffe, der Hintergrundlärm wird uns nicht stören so lange. Also, die Frage stellt sich, warum ist das nicht geschehen? Und am letzten Freitagabend habe ich das schon aufgebracht. Ich sehe 2, 3 Leute, die dabei waren. Und der Grund dafür liegt nicht am Problem im Ausland, sondern das Problem ist im Israel. Denn wir sind stets darauf bedacht. Herr Schkler, hören Sie mich? Herr Schkler? Shalom, Uvracha. Shalom, Shalom. Anachem beim Zashiu, Refsha. Sieht er mich? Man sieht es. Wir sind mitten im Shiur. Kann man lautlos stellen, sonst wird es die anderen auch zu hören kriegen. Herr Schkler, können Sie lautlos stellen? Video kann gerne anbleiben. Nur den Ton, den brauchen wir nicht. Okay, vielleicht weiteren Verlauf. Also wir kriegen hier Hintergrundgeräusche direkt aus der Kölner Synagoge mit. Ich hoffe, Sie werden davon nicht abgelenkt. Das Problem, oh, was ist jetzt passiert? Nicht mehr dabei.
Das Problem liegt also nicht an der, an dem Ausland, sondern an Israel. Weil wir haben ein Minhag, so ist die Gemara, der Talmud in Megillah beschreibt das, dass wir normalerweise vor dem Shavuot-Fest darauf achten, den Wochenabschnitt Bamidbar zu lesen. In Israel schaffen wir das nicht. Wir haben Bamidbar letzte Woche gelesen und werden diese Woche schon Nassau lesen, einen anderen Wochenabschnitt, der dann weniger gut zu Shavuot-Fest passt als Bamidbar, als Bamidbar, so wie man es im Ausland hat. Und deswegen war das Ausland nicht bereit, Wochenabschnitte zusammenzuführen, denn dann wäre dieser Effekt nicht erreicht worden. Und so ist er wenigstens im Ausland noch vorhanden. Und das führt uns zur Frage, warum ausgerechnet Bamidbar der Wochenabschnitt, der vor Shavuot gelesen werden soll. Ich möchte hier zwei Gründe anbringen. Den einen, den habe ich am Freitag auch ausführlich erläutert, aber den anderen nicht. Und auf den möchte ich besonders eingehen heute Abend. Und zwar folgendes. Wenn wir vom Shavuot-Fest sprechen, dann erinnern wir uns ja direkt an die Übergabe der Torah. Shavuot, das ist der Hauptinhalt, das große Fest, wo wir die Torah erhalten haben, am Berg Sinai, die Offenbarung Gottes. Chag Matan Torateinu, so nennen wir das auch in den Gebeten, das Fest, an dem wir die Torah erhalten durften. So, ich möchte gerne nochmal anbringen, ich freue mich über jeden, der sich mit Video zuschaltet. Das ist für mich einfacher, wenn ich Gesichter vor mir habe. Also wenn Sie die Möglichkeit haben, sich mit Video zuzuschalten, dann wird das für mich eine Interaktion schaffen, die mir bestimmt helfen wird. Sonst sitze ich nur vor schwarzen Bildschirmen. Wir finden die Schilderung davon, wie das jüdische Volk zum Berg Sinai gekommen ist, im 19. Kapitel vom 2. Buch der Tora. Das sind die Sätze, die wir auch am Shavuot-Morgen, am Sonntag früh in der Tora lesen werden. Ich hoffe, Sie können es sehen. Ich kann Ihnen jetzt nicht ablesen, ob Sie es wirklich sehen können, weil ich kein Kopfnicken so wahrnehmen kann. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie den Text vor sich sehen können. Da heißt es, im dritten Monat nach dem Ausgang der Kinder Israels aus dem Ägyptenland kamen sie dieses Tages in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und wollten in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste, da selbst gegenüber dem Berge. Das ist die Einleitung. Das jüdische Volk befindet sich kurz nach dem Auszug aus Ägypten, gerade eben ausgezogen, durch das Schilfmeer gezogen. Es sind gerade mal 1,5 Monate, noch keine 2 Monate. Und wir befinden uns im 3. Monat, am 1. Tag des Monats. Ein bedeutendes Datum, 1. Sivan. Was ist der 1. Sivan? Das ist der Tag, den wir heute gehabt haben. Ja, bei Ihnen ist dieser Tag noch übrigens, bei uns ist schon dunkel, bei Ihnen ist es noch taghell. Das heißt, Sie befinden sich noch zum 1. Sivan, an dem Tag, an dem vor 3331 Jahren das jüdische Volk zum Berg Sinai gekommen ist. Ach, wie schön, da hat sich jemand mit Video zugeschaltet. Herzlich willkommen. An diesem Datum also zieht das jüdische Volk zum Berg Sinai. Und was interessant ist, dass in diesen 2 Sätzen dreimal betont wird, dass das jüdische Volk in die Wüste kam. Ja, im 1. Satz am Ende, sie kamen in die Wüste Sinai und dann mitten im 2. Satz und wollten in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Das heißt, die Wüste wird hier immer und immer wieder betont, wenn es darum geht, dass das jüdische Volk zum Berg Sinai kommt. Warum? Am Ende der 2 Sätze, was wir gesehen haben, da heißt es, und lagerten sich in der Wüste, da selbst gegenüber dem Berge. Tja. Das ist immer so eine Sache mit den Übersetzungen, dass bedeutende Dinge dabei wegfallen. Und das ist ja ein typischer, klassischer Fall. Denn es ist übersetzt, und lagerten in der Wüste, aber im hebräischen Text heißt es, Vayichan Yisrael neged ahar. Vayichan Yisrael, da fällt jemandem, der Hebräisch versteht, auf, dass diese Form im Gegensatz zu allen anderen Verben in Einzahl, Singular gefasst ist und nicht Plural. Davor hieß es, Vayavo Midbar Sinai,
Vayetze Umirfidim, Vayis Umirfidim. Es ist immer die Mehrzahl. Sie zogen, sie kamen. Das sind Pluralformen. Aber hier beim Lagern steht Vayichan. Er lagerte, es lagerte. Es heißt nicht, sie lagerten, Vayachanu, wie wir eigentlich erwarten würden. Und daraus schließen die Weisen, dass hier etwas ganz Besonderes vorgefallen ist, und zwar einmalig in der ganzen Zeit der Wüstenwanderung. Das jüdische Volk hatte Einheit. Beim Lagern sind alle zusammen gewesen. Rashi bringt die Worte unserer Weisen zur Stelle. Keish echad belef echad. Sie waren wie ein Mann, wie ein Mensch mit einem Herzen. Also das jüdische Volk war vereint in diesem Zeitpunkt. Diese Einheit war eine besondere und wichtige Voraussetzung für den Erhalt der Tora am Berg Sinai. Denn wenn wir zerzweit sind, dann können wir die Tora nicht erhalten. Das ist auch ein wichtiger Punkt bei der Vorbereitung auf das Shavuot-Fest. Wir haben ja eine Vorbereitung, die sich seit dem Pesachfest schon hinzieht. Wir zählen jeden Tag im Omer zählen. 49 Tage zählen wir, 7 volle Wochen bis zum 50. Tag. Diese Zeit ist eigentlich eine feierliche Zeit. Nachmanides bezeichnet es als Chol HaMoed. Es sind wie Halbfeiertage, ganz ähnlich wie wir an Sukkot einen Feiertag haben und dann 6 Chol HaMoed-Tage, Halbfeiertage. So auch am Pesach haben wir eine Woche lang Feiertag, Pesach, und dann 6 Wochen lang demgegenüber die Halbfeiertage. Eine feierliche Zeit, auf der wir uns auf das Shavuot-Fest vorbereiten. Und das ist am Beginn der 8. Woche, so wie Shmini Atzeret am Laubhüttenfest beim Sukkot das Fest abschließt. Nochmal ein richtiger Feiertag. So auch hier beschließt Atzeret, das ist ein anderer Name für Shavuot, Chaka Atzeret, die 8. Woche und ist hier die Parallele zum Feiertag vom Sukkot-Fest. Also eigentlich eine fröhliche, eine feierliche Zeit. Jedoch wissen wir, dass die Omer-Zeit auch gleichzeitig eine Trauerzeit geworden ist. Wir haben verschiedene Trauerbräuche. Unter anderem frisieren wir uns nicht, wir schneiden uns nicht die Haare, Hochzeiten werden nicht abgehalten, es werden keine Feiern abgehalten in dieser Zeit. Manche ziehen die Trauerzeit bis Lag BaOmer. Andere setzen sie noch fort oder teilweise fort oder bis zum 34. Omertag. Aber im Großen und Ganzen ist das eine Trauerzeit, wenigstens zu einem größten Teil. Warum? Das begründet der Talmud in Yevamot mit den Schülern von Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, eine schillernde Persönlichkeit aus der Zeit kurz nach der Zerstörung des Zweiten Tempels, er stieg zur Größe auf und hatte enorm viele Schüler. Er hat 24 Jahre lang studiert, intensiv Tora gelernt. In diesen Jahren hat er es geschafft, 24.000 Schüler zu erhalten. Er hat also eine riesige Yeshiva. So als Vergleich, die größte heute bekannte Yeshiva hat 6.000 Schüler, das ist die Mirar Yeshiva. Und die ist schon riesig. Wenn man da reingeht, man sieht die Bachurim, die Studenten, die lernen in den Treppenhäusern und in den Stuben, in den überall, wo es 2 Stühle gibt, setzen sie sich hin und lernen, weil 6.000, wo gibt es Platz für so viele Studenten? Und stellt man sich vor, bei Rabbi Akiva war es das Vierfache, 24.000 Schüler. Und so erzählt der Talmud, dass alle diese Schüler, die ganzen 24.000 Schüler, sind gestorben in der Zeit zwischen Pesach und Shavuot oder eben kurz vor Shavuot, vielleicht bis Lag BaOmer oder einen Tag später. Verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall in dieser Zeitspanne sind sie gestorben und ihr Tod verursacht, dass wir bis heute diese Zeit nicht als fröhliche, sondern vorwiegend als traurige Zeit wahrnehmen. Warum sind die Schüler gestorben? Erzählt der Talmud, dass lo nahagu kavod sebase. Sie haben sich gegenseitig nicht respektiert, nicht geehrt. Und das hat dazu geführt, dass sie bestraft wurden. Welche Strafe das war, aus dem Talmud geht hervor, dass es eine himmlische Strafe war, bei Magefa. Jedoch für Rav Shrira Gaon, einer der Gaonim aus der Zeit des 9. 10. Jahrhunderts, er schreibt in einem Brief, dass die Schüler gestorben sind zu Zeiten der Verfolgungen.
Und man kann vermuten, dass er darauf anspricht, dass Rabbi Akiva ja ein Unterstützer von Bar Kochba war und dass die Schüler unter den Kämpfern von Bar Kochba waren beim Aufstand gegen die Römer, welcher dann letztendlich gescheitert ist. Auf jeden Fall hat ihr Sterben dazu geführt, dass wir seit knapp 2000 Jahren die Oma-Zeit als traurige Zeit empfinden. Verwunderlich ist, dass Rabbi Akiva bekannt ist für einen besonderen Ausspruch. Und das wissen Kinder im Kindergarten schon, weil es gibt ein Lied dazu, das gern gesungen wird. Amar Rabbi Akiva, Ve'afta l're'acha kamocha ze klal gadol batora. Sagt der Rabbi Akiva, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist eine große Regel in der Tora. Man kann sich also vorstellen, dass Rabbi Akiva, der so sehr bedacht war auf diesen Ausspruch, morgens und abends darauf hingewiesen hat, dass man sich gegenseitig lieben soll, dass die Nächstenliebe einer der wichtigsten Gebote des Judentums ist, Klal Gadol Batora, eine große Regel in der Tora. Und da ist es doch verwunderlich, dass 24.000 Schüler von Rabbi Akiva, die ihren Lehrer bestimmt über alles verehrt haben, sonst wären sie ihm ja nicht überall hingefolgt, und ausgerechnet diese Schüler, die sterben als Strafe dafür, dass sie sich nicht geehrt haben. Wie kann es sein, dass dieselben Schüler sich nicht ehren, wenn sie doch die ganze Zeit von ihrem Lehrer zu hören kriegen, man soll sich gegenseitig lieben? Das scheint ein offener Widerspruch zu sein. Aber tatsächlich handelt es sich hier nicht um einen Widerspruch. Man muss verstehen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Lieben einer Person und dem Respektieren einer Person. Die beiden Dinge sind nicht unbedingt kongruent, die sind nicht identisch. Sie haben bestimmt Berührungspunkte und im Idealfall gehen sie auch zusammen, aber nicht zwingend. Es kann also sein, dass ich einen Menschen sehr mag, sehr liebe, sehr schätze, aber ihn nicht respektiere. Es kann sein, dass ich ihn respektiere, aber nicht liebe. Was ist der Unterschied? Das lernen wir insbesondere von Wochenabschnitt Bamidbar. Wie ist Bamidbar? Was lesen wir im kommenden Wochenabschnitt in der Tora? Ich suche eine leere Seite. So, ich hoffe, Sie können die leere Seite sehen. Bamidbar ist der Beginn der Wanderung des jüdischen Volkes durch die Wüste. Wir sind nämlich dabei, den Berg Sinai zu verlassen. Ein knappes Jahr, nachdem wir gekommen sind, am ersten Zivan des ersten Jahres beim Auszug aus Ägypten, ist das jüdische Volk zum Berg Sinai gekommen. Am 20. Iyar, fast ein Jahr später, dieser Tag, das war das Datum vor 10 Tagen, an diesem Tag ist das jüdische Volk weitergezogen. Und im Wochenabschnitt diesen Schabbats, Bamidbar, lesen wir, wie sich das jüdische Volk organisiert und ordnet, um durch die Wüste zu ziehen. Und da wird aufgezeigt, das war nicht, was ich wollte, wie das jüdische Volk geordnet ist in der Wüste. Wo kriege ich jetzt den Stift wieder her? Ja, das ist gut. So, wir haben also die 12 Stämme des jüdischen Volkes. Und zwar, jeder Stamm hat seinen Platz gehabt. 3 waren im Norden, 3 Stämme waren im Westen , 3 im Osten.
und 3 im Süden. Das alles ist im Wochenabschnitt ganz genau beschrieben. Jeder Stamm wurde genau abgezählt und hat seinen Platz zugewiesen gekriegt. Und alle 3 Stämme wurden auch zusammengefasst unter einer Fahne. Können Sie die Darstellung sehen? Vielleicht kann sich jemand kurz melden, damit ich weiß, dass Sie zugegen sind, leben, atmen. Ja, wir sehen das. Danke. Ja, wunderbar, sehr gut. Dankeschön. Hallo. So, das sind also die 12 Stämme. Die 12 Stämme kriegen eine Ordnung und das war ganz besonders wichtig. Denn was ist Wüste? Wüste ist der Platz, wo alles leer ist, wo man keine Grenzen hat, wo nichts geordnet ist und das jüdische Volk ordnet sich in der Wüste. Es kriegt also eine Einheit. Und das ist, was wir vorhin gesagt haben, dass eine Einheit notwendig ist, um die Tora zu halten. Es muss geordnet sein. Es muss etwas sein, was die Leute zusammenhält. Was hält denn die Leute wirklich zusammen? Was die Leute zusammenhält, ist, dass es in diesem im Zentrum von diesen 12 Stämmen, da gibt es ein weiteres Lager und noch eines. Oh, das kann ich nicht zeichnen. Das ist schade. Vielleicht geht es so. Ja. Was haben wir hier? Schreiben, schreiben, Text hier. Oh. Hier haben wir das Lager der Leviten in dem inneren Teil. Das ist das zweite Lager, also das mittlere Lager. Und ganz innen, im inneren Teil, haben wir das Stiftzelt, den Mishkan. Das alles ist auch geschrieben in unserem Wochenabschnitt. Ich erfinde hier nichts, das können Sie alles im Wochenabschnitt nachlesen. So. Was das jüdische Volk zusammenhält in dieser Freiheit, in dieser Wildnis, Wüste, wo es keine Grenzen gibt, wo man überall hin kann, wo es keine Ordnung gibt, da gibt es plötzlich eine klare Ordnung. Jeder Stamm hat seinen Platz. Man ist geordnet unter Fahnen, jeder hat seine Himmelsrichtung, seine geografische Lage. Und was das alles zusammenhält, das ist wie ein Kern in der Mitte, wie ein großer Magnet, das ist der Mishkan. Es gibt also eine Einheit, die sich nach innen richtet. Und wäre der Mishkan nicht da, dann würde alles in alle Richtungen zersprengen. Und die Leviten, die das Mishkan hüten, die 3 Familienhäuser des Stammes Levi und das Zelt von Moshe und Aaron, also die Priester und Moshe, die alle rund um das Mishkan lagerten. Und darum sind die 12 weiteren Stämme. Vielleicht haben Sie es bemerkt, es sind insgesamt 13 Stämme, weil ja der Stamm von Josef aufgeteilt wurde auf seine 2 Söhne und somit in Wirklichkeit eigentlich 13 Stämme vorhanden sind. 12 rundherum und der Stamm Levi rund um den Mishkan. Es gibt also diese Einheit. Aber die Einheit allein macht es noch nicht aus. Da muss noch etwas zugefügt werden. Und das finden wir vielleicht etwas deutlicher im Wochenabschnitt danach, weil es sich direkt anfügt und hier in Israel bereits an diesem Schabbat gelesen wird. Im Wochenabschnitt Naso, das ist der Wochenabschnitt darauf, nach Bamidbar, dort, das ist der längste Wochenabschnitt, den wir in der Tora überhaupt antreffen. Er hat 176 Sätze, zieht sich enorm in die Länge, muss also viel Geduld mitbringen. Und dieser Umstand ist einzig und allein der Tatsache geschuldet, dass 72 Sätze, also über ein Drittel, fast die Hälfte des Wochenabschnittes, eine reine Wiederholung ist von 6 Sätzen, die sich immer wiederholen. Es geht nämlich darum, als der Mishkan, das Stiftzelt, das Heiligtum eingeweiht wurde, am selben Tag haben die Fürsten begonnen, ihre Spenden zu bringen.
Und jeder Fürst, jeder Stammesfürst von diesen 12 Stämmen hat genau dieselbe Spende gebracht. Jeder hat eine bestimmte Anzahl von Opfertieren gebracht und jeder hat eine bestimmte Anzahl von Gefäßen gebracht, Goldgefäße, Silbergefäße. Es ist immer genau dasselbe. Räucherwerk und so weiter und so fort. Es weicht um keinen Deut ab. Das Einzige, was unterschiedlich ist, dass am ersten Tag war der eine Stamm dran mit dem Einstammesfürsten, zuerst Jehuda, dann Issachar, dann Zbulun, am vierten Tag dann Reuven und jedes Mal ist ein anderer Stammesfürst dran, aber jedes Mal wird genau und absolut dasselbe gebracht. Da stellt sich einem die Frage, wenn man mit sehr, sehr viel Geduld diese 72 Sätze über sich ergehen lässt, wo es einfach nur, wir mögen Wiederholungen nicht besonders, sie mögen uns auch etwas ermüden. Und hier, wenn es 12-mal Wiederholung gibt, 12-mal dasselbe, was immer und immer wieder gelesen wird, stellt man sich doch irgendwann die Frage, warum hat die Tora das nicht einfach abgekürzt? Wäre es nicht viel einfacher gewesen, einmal zu schreiben, was alle gebracht haben und dann einfach nur Copy-Paste, der und der und der und der, die haben alle genau dasselbe gebracht. Wozu muss man dieselben Sätze nochmal und nochmal wiederholen? Diese Frage ist besonders verschärft sich durch den Umstand, dass die Tora ja nirgendwo auch nur ein Buchstaben umsonst schreibt. Aus jedem Buchstaben und aus sogar aus kleinen Zeichen kann man ganze Berge von Halachot lernen. Das heißt, es ist nichts Überflüssiges und jede Sache hat seine Bedeutung. Und hier scheint die Tora sich völlig unnötig und überflüssig nochmal und nochmal zu wiederholen. Aber wie es aussieht, möchte hier die Tora ein deutliches Zeichen setzen und so deutlich, dass es sogar bereit ist, viele, viele Sätze anscheinend überflüssig hinzuschreiben. Und zwar stellen wir uns mal die 12 Stämme vor. Und hier kommt nun der wesentliche Punkt. Die 12 Stämme stammen von 12 Brüdern ab, die von Jakob, die Söhne von Jakob. Und jeder Bruder wurde mit einer speziellen Qualität gesegnet. Jeder Stamm hat seine Eigenschaft. Jeder Stamm hat seine Stärke. Jeder Stamm hat seine Qualitäten, die auch zum Ausdruck kommen. Jeder Stamm hat eine Fahne, hat eine eigene Farbe, die sie anführt. Es ist auch eine Farbe auf dem Brustschild des Hohepriesters, welcher für diesen Stamm steht. Jeder Stamm hat eine besondere Stärke. Zum Beispiel ist ein Stamm besonders zahlreich. Und der andere Stamm vielleicht weniger zahlreich, aber gute Krieger. Und andere sind vielleicht spiritueller. Und die Dritten, die haben aber mehr Möglichkeit, Landwirtschaft zu betreiben. Und damit, und der Vierte kann Handel betreiben. Und jeder hat so seine Qualitäten und seine Stärken. Nun stellen wir uns mal vor, gerade in Israel sind Neuwahlen beschlossen worden. Und wenn es Wahlen gibt, dann wissen wir, wie der Zustand ist. Wenn einer gegen den anderen antritt, dann gibt es zwei Möglichkeiten, eine Wahl für sich zu begünstigen. Erstens, man zeigt, wie gut man selber ist. Und zweitens, und das wird leider oft noch deutlicher gemacht, man zeigt die Mängel des anderen auf, um zu zeigen, dass es sich nicht lohnt, den anderen zu wählen. Nun haben wir hier 12 Stämme, 12 Stammesfürsten. Jeder vertritt seinen Stamm mit Stolz und sagt, mein Stamm, der hat eine besondere Qualität, besondere Stärke. Und viele von diesen Stämmen sind auch überzeugt, dass sie eigentlich zur Führung des jüdischen Volkes sehr geeignet wären. Nun können wir uns vorstellen, die 12 Stammesfürsten, jeder hat seinen Tag. Das Mishkan, das Heiligtum, wird gerade eingeweiht. Die Augen des ganzen Volkes sind auf den Mishkan gerichtet. Und alle verfolgen gespannt mit, was da vor sich geht. Kommt der erste Stammesfürst und bringt ein Geschenk. Der Stamm Jehuda, der schon seit jeher als Anführer gilt. Können wir uns vorstellen, am vierten Tag kommt der Stamm Reuven, der eigentlich Erstgeborene, und dessen Stammesfürst tritt hinan. Er wurde auf den Platz 4 verdrängt, obwohl er der erstgeborene Stamm ist. Und er bringt seine Spende. Wie groß muss da die Versuchung gewesen sein, dass er die anderen Stämme übertrumpft, dass er mehr bringt, besser bringt. Das wäre ja kein Problem gewesen, noch ein bisschen was zuzufügen. Noch ein Tierchen, noch ein Gefäß, verdoppeln, verdreifachen, ist egal. Es geht nicht um so große Summen, wenn es darum geht, den Stamm
aufzuzeigen, dass er der Beste, der Spendabelste, der Stamm ist, der das jüdische Volk anführen sollte. Was haben die Fürsten gemacht? Einer um den anderen, bis zum allerletzten, haben sie genau dasselbe gebracht, ohne auch nur davon abzuweichen. Und das war die Größe. Aber die besondere Größe dabei besteht nicht nur, dass sie sich zusammengelegt haben, dass sie sich vereinheitlicht haben, dass sie das gemeinsame Ziel im Auge behalten haben, gesagt haben, es ist wichtiger, uns rund um den Mishkan zu scharen und unsere Einheit zu verdeutlichen, dass wir nicht versuchen, uns zu übertrumpfen, nicht besser zu sein als der andere, stärker und schöner zu glänzen als die anderen Stämme. Darüber hinaus haben sie noch etwas gemacht. Sie haben aber ihre Eigenheit nicht aufgegeben. Jeder hat seinen Tag gehabt. Jeder ist im Namen seines Stammes herangetreten und hat gesagt, für meinen Stamm bringe ich diese Spende. Und ohne sich über die anderen zu erheben, hat aber jeder seinen Platz weiterhin beibehalten. Und das ist die Größe. Einheit bedeutet nicht zu verschmelzen und zu einer Sache zu werden, ohne Unterschiede. Und das wird in Parshat Bamidbar besonders deutlich. Jeder Stamm hat seinen Platz. Jeder Stamm hat seine Zahlengröße, hat seine Stärke, hat seine Fahne. Keiner muss seine Eigenheit aufgeben. Keiner soll seine Eigenheit aufgeben. Denn wenn einer seine Eigenheit aufgibt und sagt, wir wollen alle nur gute Soldaten sein oder wir wollen alle nur besonders stark Tora lernen können, und alles andere verbleicht, weil das ist das Wichtigste, dann werden alle anderen Qualitäten verloren gehen. Dann wird niemand mehr Handel betreiben, dann wird niemand mehr Landwirtschaft betreiben. Wer wird noch die Bereiche ausfüllen, die nicht weniger wichtig sind für das Volk, nur weil sie vielleicht etwas weniger angesehen sind? Deswegen, es braucht diejenigen, die im Mishkan dienen. Es braucht aber genauso diejenigen, die Tora lernen und diejenigen, die in den Krieg ziehen und diejenigen, die Landwirtschaft betreiben und diejenigen, die Handel betreiben und diejenigen, die Gutes tun untereinander. Es braucht alle zusammen. Einheit, aber nicht auf Kosten der besonderen Qualitäten, die jeder für sich mitbringt. Das ist der Schlüssel. Und das ist das, was wir auf dem Wochenabschnitt Bamidbar ganz besonders lernen können. Und genau darin liegt auch der Schlüssel von Rabbi Akivas Schülern. Rabbi Akivas Schüler, die haben sich geliebt. Sie haben sich viel Gutes getan. Aber was waren sie? Sie waren Schüler. Sie waren die Träger der Tora. Sie sollten die Tora von dem einzigartigen Rabbi Akiva weitertragen, der die ganze mündliche Lehre in sich trug. Die 24.000 Schüler waren aber nicht imstande, die Meinung des anderen zu akzeptieren. Geliebt haben sie sich, aber respektieren heißt, dass ich zulasse, dass der andere eine andere Meinung hat, dass er anders denkt, dass er die Dinge anders sieht und dass er andere Qualitäten mit sich bringt und ich respektiere ihn genauso, wie er ist. Und ich sage, du kannst genauso recht haben. Ich möchte gerne deinen Standpunkt sehen, um zu erkennen, ob ich vielleicht irre, ob du vielleicht mehr Recht hast oder vielleicht haben wir zwei Meinungen, die parallel bestehen können. Das hat diesen Schülern gefehlt. Das hat dazu geführt, dass sie sich nicht gegenseitig akzeptieren konnten. Gestern habe ich gehört von Rabbiner Wiener, wie ein großer Gelehrter mal gefragt wurde, ob es möglich sei, in unseren Tagen ein Sanhedrin zu errichten. Er hat gesagt, Sanhedrin. Der große Gerichtshof von Tempel sagt, wenn wir den wieder richten könnten, das würde die Halacha vereinheitlichen, das würde die Tora wieder ganz groß machen. Natürlich sollen wir das machen. Dann wurde gefragt, ja, aber dazu ist doch notwendig, dass sich die Rabbiner zu einer Einheit werden, dass sie zusammenhalten. Hat er gesagt, ja, das stimmt. Aber das ist der Wert der Einheit ist so ein großer Wert, dass wir wirklich das machen sollten, dass wir dazu stehen sollten und zu einer Einheit werden. Hat man ihn gefragt, und sind Sie bereit dazu, das auch zu machen? Hat er gesagt, ich bin auf jeden Fall dazu bereit. Aber es gehört eine kleine Bedingung dazu. Ich möchte gerne mit allen eine Einheit werden, aber unter der Bedingung, dass alle bereit sind, so zu denken wie ich.
Genauso funktioniert das leider nicht. Wir können nicht gleichschalten und nicht leider, sondern zum Glück. Denn es geht nicht darum, dass wir alle genau dasselbe denken und denselben Zugang haben. Die Tora hat 70 Gesichter, sie hat verschiedene Interpretationen. Einer mag mehr die halachische Seite, ein anderer mehr die philosophische. Einer möchte mehr in Midrasch lernen, einer möchte mehr den Talmud studieren. Und einer möchte mehr die moralische Musar-Seite kennenlernen. Und das sind alles Facetten und Teile der Tora. Und wenn wir akzeptieren, dass das alles mit dazugehört, dann haben wir die Möglichkeit, auch die Einheit zu schaffen, die von Gott gewünscht ist und die notwendig ist, um die Tora zu halten. Deswegen die Ordnung in der Wüste, die wir in diesem Wochenabschnitt erhalten, die ist ganz zwingend notwendig gewesen, um Voraussetzungen zu schaffen für den Erhalt der Tora. Die 24.000 Schüler von Rabbi Akiva haben das leider nicht verstanden und nicht gelernt. Deswegen mussten sie leider bestraft werden. Als Rabbi Akiva dann, sagen wir, das war nach dem Bar Kochba-Aufstand oder wenn es nicht im Zusammenhang damit stand, nach dieser Bestrafung ins Beit HaMidrasch kam, ins Lehrhaus zurück. Das Lehrhaus, was früher ein Lehrhaus mit H war, wurde plötzlich zu einem Lehrhaus mit Doppel-E. Es war leer. 24.000 Schüler, die eine halbe Stadt, die hier das Lehrhaus belebt haben, sind alle weg gewesen. Eine großartige Sache von Rabbi Akiva war, dass er in diesem höchst schwierigen und tragischen Moment nicht aufgegeben hat. Jeder andere hätte wohl gesehen, sein Lebenswerk ist zusammengebrochen. Rabbi Akiva war schon hoch betagt. Er muss schon weit über 70 gewesen sein, wahrscheinlich eher um die 90 oder so, weil der Talmud erzählt, dass er bis 120 Jahre alt wurde. Er hat die Tempelzeiten schon erlebt, das war im Jahr 70 nach, und Bar Kochba-Aufstand war über 60 Jahre danach. Also können wir davon ausgehen, dass er schon hochbetagt war. Er kommt also in das Lehrhaus zurück und er verzweifelt nicht, er gibt nicht auf. Der Talmud in Yevamot erzählt weiter, dass Rabbi Akiva sich aufraffte, in den Süden zog und dort fand er 5 neue Schüler. Diese 5 neuen Schüler, die kennen wir namentlich, die sind dort aufgelistet. Das ist Rabbi Meir, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, das ist der berühmte Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda und Rabbi Nechemia oder Rabbi Lazar ben Shamua. Diese 5 Schüler sind nur 5 gewesen, gegenüber 24.000, eine verschwindend kleine Zahl. Aber diese 5 Schüler, die treffen wir, wenn wir die Mishnah lernen, die mündliche Lehre, wir treffen sie auf Schritt und Tritt in fast jeder Mishnah an. Überall haben sie Meinungen. Und wenn wir sie antreffen, dann bedeutet das, dass sie eine Meinung haben und ihr gegenüber eine andere. Rabbi Yossi sagte so, Rabbi Yehuda sagte anders. Rabbi Shimon hat dagegen gehalten und Rabbi Meir hat noch eine Meinung gehabt. Und die diskutieren miteinander noch und noch. Was sie geschafft haben, das haben ihre Vorgänger leider nicht geschafft. Sie haben es geschafft, ihre Meinungen bestehen zu lassen, zu akzeptieren. Sie haben natürlich hinterfragt, sie haben natürlich diskutiert. Sie haben versucht, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Und sehr, sehr oft sind beide Meinungen, beide Standpunkte bestehen geblieben. Denn beide haben ihren Ursprung in der Tora und beide haben ihre Berechtigung. Und deswegen haben wir bis heute in der Mishnah, der mündlichen Lehre, nach wie vor die verschiedenen Meinungen, wie sie gegenüberstehen. Und wir akzeptieren beide, wir untersuchen beide, wir erforschen beide. Der Talmud gibt sehr viel, investiert er darin, jede Meinung zu durchforschen, zu verstehen. Manchmal wissen wir genau, dass diese Meinung am Ende keinen Bestand hat. Und trotzdem verzichten wir nicht darauf, verzichten auch nicht darauf, sie bis zum Ende zu verstehen. Wie konnte er so denken? Wie konnte er so die Sätze interpretieren? Warum ist er zu dieser Meinung gekommen? Was hat ihn dahin geführt? Und diese verschiedenen Meinungen bleiben parallel, zusammen. Sie gehen zusammen durch die Mishnah. Sie bleiben bestehen. Diese 5 Schüler, die sind es, dank denen wir bis heute die mündliche Lehre haben. Sie haben die Lehre weitergetragen. Diese Rabbi Akiva war eine einzigartige Person. Er hat die ganze mündliche Lehre in sich aufgenommen von seinen großen Lehrern, von Rabbi Gamliel, Rabbi Joshua und Rabbi Eliezer, den großen Gelehrten der Nachtempelzeit-Generation. Und er hat sie weitergeleitet an diese 5 Schüler. Und diese 5 Schüler sind es, die die mündliche Lehre schließlich zu uns weiterreichen konnten. Denn sie waren fast alle
waren auch gleichzeitig Lehrer von Rebbi, Rabbi Yehuda Hanasi oder Rabbeinu HaKadosh, der große Gelehrte, der die Mishnah aufgeschrieben hat. Wären die fünf Schüler nicht gewesen, von wem hätte Rebbi dann die Lehre aufnehmen können? Welche Mishnah hätte er uns niederschreiben können? Welche Meinungen an uns weitervermitteln? Das war nur deswegen möglich, weil diese fünf Gelehrten gegenseitig nicht nur sich geliebt haben, sondern auch verstanden haben, ihre Meinungen zu respektieren und zu akzeptieren. Also ist ja beides notwendig. Die Einheit, die geschaffen wird, indem man gemeinsame Ziele hat, einen gemeinsamen Magnet, sich als Teil von einem sieht, aber gleichzeitig auch die Verschiedenheit zu akzeptieren. Das Nebeneinander, das Miteinander, um gemeinsam mehr erreichen zu können, wenn jeder seine Qualität und seine Stärke mit einbringt. So, an dieser Stelle möchte ich gerne meine Ausführungen hier mal unterbrechen. Ich hätte eine Frage. Raum für Fragen lassen. Ja, bitte. Kommt daher auch das Chavruta-Lernen, dass immer zwei miteinander lernen und dann diskutieren und sich austauschen? Absolut, absolut. Im Talmud über die 24.000 Schüler heißt es nicht 24.000 Schüler, es heißt 12.000 Paare. Der Talmud in Yevamot 62b bezeichnet, 12.000 Paare hatte Rabbi Akiva als Schüler. Paare sind nicht gemeint Ehepaare, sondern Chavruta-Paare, zwei, die miteinander gelernt haben, und alle starben sie. Warum Paare? Weil genau das nicht funktioniert haben. Sie haben es nicht verstanden, als Paar zu lernen, das heißt, als Chavruta sich zuzuhören. Es gibt einen Ausspruch in der Mishnah, in Pirkei Avot, in Sprüchen der Väter, und zwar im dritten Kapitel, die vierte Mishnah, glaube ich, oder die, es kommt mehrfach vor, es kommt in der zweiten oder dritten Mishnah auch vor. Dort heißt es, wenn zwei zusammensitzen und lernen, dann ist die dritte Mishnah. Zwei, die zusammensitzen und lernen, dann ruht die göttliche Gegenwart unter ihnen. Woher leiten wir das ab? Es gibt einen Satz in den Propheten: Asnid beru yire Hashem ishel reyehu, vayakshev Hashem vayishma. Damals besprachen sich einer mit dem anderen und Gott hörte ihnen zu und horchte auf ihre Reden. Der Satz sagt: Asnid beru. Nid beru ist im Hebräischen eine besonders seltsame Wortwendung. Denn wir kennen, für diejenigen, die ein bisschen hebräische Kenntnis haben, wissen, es gibt das Wort Ledaber. Ledaber heißt reden. Und wenn wir das in die Vergangenheit setzen, as dibru, sie redeten. Es heißt aber nicht dibru, sie redeten, sondern nidberu. Nidberu ist die Reflexivform von dibru. Ledaber ist eine Form, die herausgeht. Ich rede zu jemandem. Ledaber el. Aber Nidberu ist eine Reflexivform, ich werde geredet, ich werde gesprochen, ich nehme auf, was gesagt wird. Und das ist wirkliches Lernen. Wenn man mehr zuhört, als man redet, dann ist man imstande auch zu lernen, sich zu entwickeln und der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Und dort ist die göttliche Gegenwart. Dort finden wir die göttliche Wahrheit, wenn zwei in dieser Art und Weise lernen. Und da haben Sie ganz recht, das ist das Chavruta-Lernen, das ist die klassische Form, wie wir uns fortbilden, indem wir zu zweit lernen und gemeinsam unseren Verstand und unsere Einsichten schärfen. Ja, dann haben Hillel und Shammai und ihre Anhänger, ihre Schüler das auch richtig gemacht, oder? Sie haben unterschiedliche Auffassungen gehabt, aber es war ein Streit der Tora wegen und sie haben auch untereinander geheiratet und so. Dann haben Sie da haben Sie die eine Talmudstelle richtig in Erinnerung. Es gibt Unterschiede. Hillel und Shammai, die Lehrer selber, die haben sich sehr, sehr gegenseitig respektiert und haben auch zusammen das jüdische Volk geführt. Das hat wunderbar funktioniert. Und die Schüler von Hillel und Shammai, was sie sagen, ist, dass die Schüler von Hillel haben sogar, und die Schüler von Shammai, sie haben zuerst die andere Meinung gelehrt, bevor sie ihre eigene Meinung gelehrt haben, um zu verdeutlichen, dass sie die andere Meinung besonders respektiert haben. Und weil Beit Hillel, die Schüler von Hillel, das ganz besonders gemacht haben, das hat ihnen den Verdienst gegeben, dass die Halacha so wie sie ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sie auch getadelt werden. Im Talmud in Eruvin wird beschrieben, dass die Tora schließlich in vielen Streitfragen endete. Das hängt auch damit zusammen, dass die Schüler von Hillel und Shammai ihre Arbeit nicht gut getan haben. Sie haben ihre Lehrer nicht so gedient,
wie es hätte sein sollen, also mit solcher Hingabe, dass sie die Tora vollständig aufgenommen haben, denn sonst hätten wir viele Streitfragen auch verhindern können. Also das ist auch ein bisschen zweischneidiges Schwert, aber im Grunde genommen haben sie das Beispiel, das sie gebracht haben, das passt sehr gut hier rein. Es gab aber auch viel Schärfe in den Diskussionen zwischen den Schülern Hillel und Shammai, manchmal bis hin zur Lebensgefahr. Auch solche Geschichten gibt es im Talmud. Danke, sind noch weitere Fragen? Interessant, Herr Rabbiner. Dankeschön, danke. Wenn noch weitere Fragen sind, wir haben noch 2-3 Minuten Zeit dafür. Wenn nicht, dann wünsche ich Ihnen ein fröhliches Shavuot-Fest. Genießen Sie es. Es soll ein Fest sein, wo wir zur Einheit finden in gegenseitiger Akzeptanz der Unterschiede und der verschiedenen Stärken, die wir haben. Und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder zu dieser Zeit, nachdem wir viel Torah in uns aufgenommen haben im Shavuot-Lernen. Ich wünsche Ihnen ein fröhliches Shavuot-Fest und so Gott will, bis nächste Woche. Chag Sameach allen. Chag Sameach, Leila Tov. Dankeschön, Chag Sameach.